Müssen erstmal geradeaus noch für den Quest-Typi. Der steht ja hier irgendwo. Steht er nicht hier irgendwo im Buschens eigentlich? Doch, da ist er. Hallo. Die Oh. Wespen könnten natürlich schwierig werden. Ja, Die dachten sich so, yo, ich schicke deine Meinung und schicke die mal Richtung Gegner. das ist das bei Furcht immer so, ne? Da stehen die Viecher drauf. Das ist noch so eine rote Blume auf der linken Seite. Hübchen. So, ich habe alles eisernen Hibiskus. Aber auch, glaube ich, nur noch Pfötchen das. Ja, hier links in den Buschen ist das auch noch mal eins. Ein gutes Stück weiter rein. Ich hab's. Ja, wie oft wollte ich mich verängstigen? Die Gegner, ja. Ja, aber du hast ja unterbrechen. Also, so oft sollte es eigentlich gar nicht vorkommen. Also man kann Ich die weiß, unterbrechen. ich bemerke noch nicht mal, dass sie das zaubern. Also ja, das ist auch gut. Das ist auch gut, das läuft. Also das machen diese Rochen, aber ich glaube, jetzt kommen gar nicht mehr so viele. Da hat sich das Thema auch erledigt. Erstmal auf den Bären, glaube ich. Ich glaube, das war hier die Taktik. Taktik auf live. Ja, weil der friert uns gleich ein, der Jäger. Und dann der Bär Amok läuft, das glaube ich nicht so gut. Bestien, gehorche deinem Meister. Töte sie. Da ist so ein Monster gekommen unser Heiler stirbt gleich. Ja, schon mitbekommen. Stand jemand zu weit hinten, glaube ich, dann. Was passiert? Auf uns macht man die cool, also man einfach alles nutzen, was man hat, ey.
Oh ja, passiert, ne? Der ist da. Oh, ich muss mal meine Rüstung reparieren. Meine Hyperkette ist ganz schön am Popo. Oioioioioi, aber ist noch nicht rot, oder? Gelb. Ja, gelb. Gelb heißt, es funktioniert ja noch. Ist noch nicht komplett kaputt. Guck mal, hier ist noch so eine Blume, falls noch jemand eine braucht. War hier links noch. Vermisst die Abkürzungen aus Ich vermisst die Abkürzungen aus Final Fantasy. Einfach irgendwas anklicken und du bist beim letzten Boss, den ihr getötet habt. Ja, gibt's bei den späteren Indies häufiger. Aber das ist ja so mehr so Oldschool WoW, da ist noch Laufen richtig King. Da ist halt noch Walking Simulator. Da war Laufen noch cool. Da ist Laufen noch cool, ja. Das fördert halt das RP, ne? Das Roleplay-Feeling. Ja, steigert die Immersion. Fühlst jeden Schritt. Ist halt wirklich so. Ja? Ich glaube, es war wirklich so die Designphilosophie damals. So, ja, du musst das wirklich fühlen, so als wärst du da selber drin. Ne? Also, ich spüre es. Wenn du mich meinst mit Todstein, ich glaube, ich habe Todstein nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, Aidaril hätte quasi ich, auch. Ich habe Todstein, aber. Ja. Ging ja gerade um Reparaturkosten, deswegen. Jäger mit Ehre sterben mit der Gruppe. Einer für alle, alle für einen. Oder wie das heißt, ne? Wieso soll ich mich totstellen, wenn die halbe Gruppe sowieso tot ist? Ja, dann wirst du halt selber nicht totgehauen, ne? Du sagst, spart ja Reparaturkosten so. Ja, aber warum? Dann muss ich ja die ganze Zeit auf euch warten. Ja, genau, ja, im Prinzip ist das gleich. Was soll ich denn in der Zeit machen? Ob ich da jetzt stehe und. Oder ob ich hinter euch herrenne? Ich will meine Pommes mal. Dann ist es halt nur fair. Wenn alle Pommes sterben. Hätte ich jetzt auch Bock. Hä? Auf Pommes hätte ich jetzt auch Bock. Willst ja, du? Pommes geht immer. Ich glaube, ich habe allgemein nicht mal was zu essen. Das ist auch die einzig legale Zubereitungsform von Kartoffeln. Du meinst Lalas? Ja, genau. Ich finde es einfach nur weird, wie schnell ich bin. Du musst ja wieder hier Roadrunner machen. Map, map. Durch die Levitation von eurem. Von dem Priester. Sieht das echt lustig aus, wie ihr da rumschwebt, ey. Ja. Wie ist der Jäger hier schon hier? Achso, der hat sich totgestellt wahrscheinlich. Mhm. Ja, ja. Der tut nur so, als ob. Trotz und schmerzvoll. Bestie, gehorche deinem Meister. So, eilulender Schuss, habt ihr sowas schon? Ein Schuss? Ja, als Jäger meine ich. Eilulender Schuss heißt es. Das kann nämlich ab und zu mal auf den Bär raufgeknüppelt werden. Bestie, gehorche deinem Meister, töte sie. Es ist vollbracht. Ja. Nö, also ich nicht.
Es ist vollbracht. Hey, wieder Laufi. Ja. Ändert halt nichts, ne? Aber Aidaria macht das jetzt noch alleine. Bin ja sehr zuversichtlich. Guck mal, die schwebt da in der Luft wie so eine Göttin. Die hat ja, die ne? Kraft. So, meine Hose ist auf jeden Fall schon rot. Kommt jetzt ein bisschen komisch. Rot, rot, rote Boot. Siehst du? Wir brauchen den Tank. Ich hab es gesagt, ja. Siehst du, man muss auch einfach mal an sich glauben. Wurde alles überbewertet. Das ist es. Wurde überbewertet. So, die anderen haben jetzt schon freigelassen. Ja, die hätten jetzt ja natürlich auch gerettet werden können. Ja, wollen wir schon mal weiterlaufen oder auf die warten? Egal. Ja, mir auch. Also, so. Bin ja im Pilz hängen geblieben. Ich glaube, der haut eh gleich den Priester. Dann müssen wir kämpfen. Guck, da kommt er schon ganz böse angerannt. Laufen wir schon mal weiter. Ist, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Hey. Warum schwebe ich immer noch? Weil du noch keinen Schaden bekommen hast. Der Effekt bricht halt erst ab, wenn du Schaden bekommst. Das ist unheimlich. Unheimlich, dass du bisher noch keinen Schaden gekriegt hast, so was Gutes. Ja, aber allein die Tatsache wegen eben, dass der mir jetzt einfach nicht mehr geschlagen hat. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Zwei sind auch gleich da. Perfekt zum Endboss. Ich schwebe. Die Schattenmutter. Ich schwebe. Huch. Ich schwebe, weil du mein Atem bist. Nein. Nein? Nein, wirklich nicht. Einfach nein. Einfach nein.
hat sie mich aber weggeschleudert, du. Dein Dufte. Bam! Mächtiges Badaboom. Mächtiges Badaboom. Boah, ich kann ja hier reparieren. Geil. Oink. Joink. Ding dong, die Ex ist tot, die Ex ist tot. Was? Seid gegrüßt. Bitte, was? Widi, widi, widi. Ja, verkaufen und reparieren. Ich glaube, die dritten kann man nicht mounten. Ich soll ein Stück ins Wasser gehen. Wo hier hinten geht das? Einmal aus dem Gebiet hier raus, ey. Und der Wassershop hat geöffnet. Der ganz hinten. Eine elegante Lösung. So. Sehr elegante Lösung da hinten. Eng hier drin. Eng ist gar kein Ausdruck. Ich habe den Glücksbringer. Wollt ihr einen? Was denn? Das ist eng sein Urgroßvater, ja. Oh Mann. Was, ich bin doch gar nicht so weit. Ich bin am Sachen machen. Ich bin doch gar nicht so weit. Ah. Oh nein. Also ich habe noch eine Minute Luft. ich habe hier noch so einen da Wassertrank. Ah. Okay, aber muss man abbauen. Mögen eure Füße gute Pfade. Ich will Wasser dann. Ah nee, reparieren. Da fehlt ist ja noch was. Ich gehe mal los. Heute den Gruppen machen die ein gutes Geschäft. Ah, ich hatte jetzt hier noch so einen Trank mit Unterwasseratmung. Reicht das? Können wir? Ja, ihr seht mir auch mein Gesicht. Ich bin fertig. Ich habe den Transmog und ich hab repariert und ich habe verkauft. Sehr gut. Ja, dann können wir eigentlich Sklavenunterkünfte machen. Hi, Pötchen. Hi, Kitty. Meine Pandaren-Dame hier, ey. Ist er denn hier doch ein Poolstream, ne? Ja. Wir müssen die Kategorie ändern, eindeutig. Nee, du. Lass mal. Wir ziehen uns in-game uns allen Bikinis an und dann setzen wir uns hier rein. Und erzählen von unserem Leben. Ja, ich nehme eher den Borat-Anzug mit dem Troll, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Dinge, die die Welt auf jeden Fall braucht.
Haben wir noch Tiefensumpf? Ah, stimmt, vollkommen richtig, ja. Wir müssen Sklavenunterkünfte machen. Dass man den dass man überhaupt in Vollplatte so gut schwimmen kann, ey. Versuch das mal in der Realität, have fun. Ja, ist hier, also in der Realität gibt's auch keine sprechenden, laufenden Pandas, sondern mit dicken Echsen. Wenn wir jetzt schon mal realistisch sind. So ein Troll habe ich auch noch nicht gesehen, geschweige denn Elfen. Ja, obwohl doch von Elfen? Ich wollte gerade sagen, Elfen habe ich schon gesehen, zumindest Leute, die sich für Elfen halten. Ja, das stimmt. Ja, Trolle gibt's im Internet, also das können wir auch im Haken dran machen. Ich will aber auch so ein Murloc-Baby. Echt? Ja. Da bin ich in der Kälte und läuft die ganze Zeit die Nase, ey. Armes Kitty. Nicht krank werden. Fühlt ihn auf dich. Mit wem soll ich sonst was in FF machen? Ja, ich zock auch krank. Aber kranke Katze gehört ins Bett. Oder kranker Kater, besser gesagt. Ich bin überlegen, ob ich schnell runterflitze und mir was zu essen suche. Suchen? Ja. Gucken, was für Geiles da ist. Ich würde dir ja was von meinem anbieten. Ich weiß halt nicht, wie lange wir brauchen, bis wir einen Fehler finden. Irgendwie ja recht schnell. Ja, Wetten werden noch angenommen. Wenn ich das riskiere und wir einen Heiler finden. Ja, schlag was vor. Weiß ich. Zweimal im Kreis drehen und dann die Popo-Platz ist fertig. Ja, ich hätte sonst eine Alternative. Werf eine Münze. Kopf, ich gewinne, Zahl, du verlierst. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, mit was geht's? Gucken, ob ich was zu essen finde. Nur das Problem ist, wenn ich jetzt gehe und wir finden einen Heider, ist irgendwie doof. Achso, ja, Titan meinte, könnte blocken. Ja, wenn er Bock drauf hat, ne? Also, wenn er möchte, kann er das tun. Ja, wir wollen aber jetzt hier niemanden dazu nötigen. Richtig. Gucken wir mal an die Spielzeugkiste, was haben wir denn da so Tolles? Spielzeugkiste? Ja, da ist zum Beispiel hier so ein Dance, Dance, Dance oder Dance, Dance, Dance. Das Ding ist toll. Da haben alle Spaß dran. Kann man sich nämlich umändern. Wenn man mit dem spricht, dann verwandelt man sich in einen random Dungeon oder Raid Boss. Sieht dann so aus und labert wie der. Arme blinde Narren. Das ist ein richtig cooles Teil. Der Geisterbinder offenbart mir deine Seele. Oh geil. Oh, ich sehe richtig gut aus. Wahnsinn. Ich habe leider die Arschkarte, ich bin Mensch. Aha. Gut, dass ich doch nur einen Tee mache.
Hui. Was? Zucker reinmachen? Was? Noch mehr Arbeit? Okay. Akal Hector. Hallo. Viel Glück. Nicht aufgeben. Alles kam gerade von Sei Kitty, vorsichtig. Ne? Der Bossspruch. Ja, aber cool, das hat so eine geisterhafte Stimme gehabt. Ja, ich hab so eine Geisterstimme gekriegt. Ich eile. Eile mit Weile. Wieder ein Priester. Vielleicht ist hier irgendwo ein Nest voller Priester. Eine Kathedrale. Unterirdisch. Eine Kathedrale. Alright, so. Einen wunderschönen guten Abend, morgen früh, Nacht. Was auch immer. Hallo. Guten Morgen. Irgendwas dazwischen. Okay, wir einigen uns auf Nacht. Ja, wir gucken uns eigentlich die Indies mal an, beziehungsweise. So, wir laufen eigentlich ganz entspannt mal durch. Ja. Für mich ist es das erste Mal. Ich bin neu. Hallo erstmal. Vielleicht kann ich auf das. Genau darauf wollte ich hinaus. Also auch das Jein. Also eigentlich spiele ich seit 2 Jahren, aber ich bin über Burning Crusade bisher nicht hinweggekommen. Ich bin seit 2 Jahren in Burning Crusade und habe nichts geschafft. Und Dufter hat jetzt, also einer der guten Herren im Voice, hat einen 24-Stunden-Stream bei mir eingelöst. Und wir haben uns halt auf WoW geeinigt. Und ja. Und deswegen spielen wir jetzt WoW und ja. Haben angefangen, Burning Crusade zusammen zu spielen. Alle neuen Char erstellt und jo. Doch, das ist Retail tatsächlich. Mit Classic, ich glaube, dann wären wir immer noch am Arsch der Welt. Ja, aber vielleicht Level 20 oder so. Mm. Auch ihr seid gescheitert. Ja, vielleicht auch 30 oder so, aber nicht mehr wäre dann nicht drin. So, ich bin aber kurz eine Sekunde nicht. Classic kann ich jetzt nicht viel sagen. Leider. Classic habe ich bisher nur, also das normale WoW Classic, ich weiß gar nicht. Vielleicht 15 Stunden, aber jetzt noch nicht so weit, dass ich mir eine Meinung bilden könnte. Nee, einen Char auf 60 habe ich nicht. Ich habe einen auf 50, der hockt aber auch irgendwo im Burning Crusade rum. Da habe ich gerade mit dem einen Nagrand fertig gemacht, das Gebiet. Aber den spiele ich halt privat. Und bin jetzt, ich weiß nicht mehr, wie das andere Gebiet heißt. Schergrad, danke. Ich spiele sehr selten WoW. Mein Main Game ist eigentlich FF14. Aber WoW mag ich halt eigentlich auch. Aber hauptsächlich wegen der Lore. Ich finde die halt sehr, sehr interessant. Und ja. Ist auch, finde ich, eins der großen Stärken von WoW. Ja. Und da ich halt nicht allein WoW spielen wollte,
durfte sich erbarmt, den 24er mitzumachen. Ja. Und ja, jetzt spielen wir halt irgendwie. Aber ich find's cool. Wir sind jetzt auch in den Zangemarschen angekommen halt. Also, ne? Ja, aber ich verlaufe mich jetzt nicht. Ich habe mal kurz meinen Tee soweit fertig gemacht, damit wir ziehen können. Ja, du musst da an den Krabben vorbei und dann links rein. Am Heuhaufen rechts. Nein, es gibt keinen Heuhaufen. Heuhaufen, hallo, bist du? Nein. Versteckt einer mal den Heuhaufen, bitte. Horde. Also ich habe auch einen Allianzer, aber ich bin Blutelfen-Fan. Also, Horde. Deswegen auch mein Layout, was sieht man jetzt gerade in-game eher weniger. Aber wenn ich jetzt in den Start oder in den Pause-Screen wechseln würde, wäre es tatsächlich das Horde-Layout. Es gibt auch einfach nichts Besseres als die Horde. Ich mag Allianz auch, aber ich mag Blutelfen nur mal mehr. Ich bin seit ich WoW kenne Hordler. Also ich mag beides. Es hat halt beides seine interessanten Story-Stränge. Ja, ich spiele auch beides. Ne? Ich habe nur einen Grund, einen Allianzer zu spielen, von damals zumindest. Aus Spionage. Ja, das hat zumindest mal erzählt, ja. Ich bin Main Horde. Ich kenne das Layout. Okay. Ja. Es ist ja nichts Besonderes, aber es war kostenlos. Gratis. Wie auch immer. Ich wollte irgendwas mit Horde haben. Hauptsache Horde. Die Horde rennt. Es sollte passen. Macht alles nieder. Ich hatte halt in den guten alten Zeiten halt einfach einen Trink bei der Allianz, der einfach nur ein Spion war, um zu gucken, wann wollen sie Orgrimmar gefallen. Oh Mann. Damit hat die ja immer Orgrimmar geradet. Ah, gute alte Zeiten, ne? Ich vermisse das irgendwie. Ja, das stimmt. Jetzt geht ja beides. Ja, glaube ich, war das auch einfacher mit den Städterennen. Also heute findest du, glaube ich, nicht mehr so schnell Leute und ich glaube auch die Bosse sind ein bisschen schlimmer geworden. Aber nur ein bisschen. Ja, zwischen Allianz und Horde herrscht momentaner Frieden. Ich hoffe, es wird nicht lange anhalten. Es wird nie lange anhalten. Obwohl lore-mäßig, glaube ich, wird es, glaube ich, auf große Sicht schon immer irgendwie Frieden bleiben. Dadurch, dass man jetzt ja dieses Ali kann mit Horde Innis machen Feature hat, wenn man das noch ausbauen will. Also, was ich an sich eigentlich ein cooles Feature finde, dass man einfach zocken kann, worauf man Bock hat. Glaube ich, würde es lore-mäßig vielleicht so dahin gehen, ne? Ich kann den Film mal schauen, auf 60 zu machen. Juwel macht echt Bock. Ich habe auch Bock drauf, aber es ist halt leider nicht mein Main-MMO. Die Story ist halt richtig geil. Und Problem ist, ich will WoW nicht alleine spielen. Also zumindest halt auch nicht mit Innis und so weiter. Dann wechsel. Nein. Nee. F14 ist bei mir Liebe. Ja, da F14 geht's. Ist pure Liebe. Da geht kein Weg drumherum. Wer FF nicht ernt, ist WoW nicht wert. Oh. Was? Gut, so extrem würde ich es jetzt nicht darstellen. So extrem würde ich das jetzt nicht formulieren.
mag alle MMOs, die ich spiele. Ich bin geteilter Meinung, würde ich mal sagen. Ich mag alle meine MMOs. Wie gesagt, Hauptcontent ist halt Final Fantasy beziehungsweise eigentlich sämtliche RPGs. Und WoW ist heute eigentlich tatsächlich eine Ausnahme im Stream. Es könnte ein schönes Special. Ja, es könnte sein, dass es öfters mal eingelöst wird, wenn Dufte wieder Punkte verdient. Das, wie gesagt, das dauert aber. Oder wenn ich zwischendurch mehr Bock habe, aber Problem ist, dann will ich natürlich auch mit Dufte und Kitty weiterspielen. Also mein Abo geht noch, glaube ich, bis September. Deswegen, ne? Also wenn, dann spiele ich auch mit euch weiter. Diese Schar hier zumindest. Ist alleine. Warum? Das Ding ist eklig. Sieht komisch aus. Krebsmenschen. Machen, was Krebsmenschen so machen. Um euch zu vernichten, ist es das Risiko wert. Der hier ist jetzt 36. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal mit dem die Burning Crusade Story machen und dann halt so chronologisch, wie es geht. Ja, in 20 Stunden. Na, beziehungsweise sagen wir 19,5. Ich habe eine halbe Stunde gequatscht am Anfang. 19,5 Stunden für das Level. Halt sehr, sehr flauschig. Ja, man, voll entspannt. Ein absolut kein Stress. Jo, uns hetzt ja nichts. Ist ja kein Wettrennen. Bitte. Wir müssen niemanden beweisen, dass wir innerhalb von 2 Stunden im Max-Level sind. Ja. Die Server sind, glaube ich, auch noch lange geöffnet. Meinst du? Ich gehe davon aus, ja. Also das nächste Addon wurde schon angekündigt, das ist im Vorverkauf. Ich glaube, das wird noch ein bisschen bleiben. Ja, nicht, dass ein paar Spiele abgeschaltet werden. Ja, wer weiß, vielleicht ist halt Microsoft da was, ja, kann sein, ja. Irgendwie, ja, nee. Am geilsten, alle kaufen sich das Addon. Addon kommt raus. Server sind down. Also off. Kommen nicht mehr online. Also, kein Geld zurück. Nee, wird schon alles gut sein, so. Huch. Was? Ich bin irgendwie immer überfordert, wenn hier ein Fenster aufgeht. Und ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Oh ja.